one of them speaks and both of them listen. Not important who is speaking. Because I'm sitting here, the microphone is here, I'm speaking, no? But any one of you may speak and say much more interesting things. You see, whatever they are sending, just I remember that Sheikh Nazim, one time he was saying that on our spiritual way, a sign that somebody has advanced, really, he must be able to see, first of all, Holy Kaaba in front of him when he make Takbir, Allahu Akbar, in prayer. As long as we don't see Holy Kaaba in front of us, we are still veiled. And after Holy Kaaba, there comes seeing Holy Prophet, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seeing our Shaykh. One of our brothers, Shaykh Muhammad Knight, Allah Yarhamu, passed away many years ago already. He was one of the first European murids of Shaykh Nazim in England. He was telling that since he met Shaykh Nazim, always he was hearing his breath next to him. Always hearing his Shaykh, day and night. He was hearing him breathing next to him. He was a very, very special person, very close to him. And Maulana said that to be really in advanced state, that we, when we have conquered our ego, the sign is that we will see Holy Prophet in an awakened state, like we are seeing each other. And as long as that is not happening, we must know that we are veiled because of our ego. It is not clean from envy yet. Our ego has 124,000 or more bad characteristics. And they are like fish swimming in a pond, in a pool. All those bad characteristics of the ego. And the liquid in that pool that they are swimming in it is envy, jealousy. When our envy, our jealousy has left us totally, all the other bad characteristics, they will be dead, like fish without water. They will just disappear. It's the most difficult thing to get rid of. Envy, jealousy. And jealousy comes from hubbu riyasat, desire to be number one. Or we inherited from Allah Almighty, He created us from Holy Prophet's light, and He is number one, and everyone has this secret, secret longing inside to be number one. But we have to get rid of it, because there's only one, and everyone else is zero. When we reach to that, really being zero, being nothing, realizing, I'm talking only about it, but I hear it, I don't also realize it. Talking, what I heard from our Shaykh. Taqlid, it's called Taqlid Iman, imitation of Iman. Real Iman people, they speak only what they know, what they see. It is maybe ilm, ilm al-yaqeen, knowledge of reality that we have been given by our master. He was telling us so many things. And first station it is ilm al-yaqeen, that we know. We got knowledge from him that we would not get from anywhere else. He was giving us knowledge about those things. Later on comes ayn al-yaqeen, to see really what he was telling us. And then comes Haqqul Yaqeen, to become the reality, not only to see it, but to become one with it, to melt in it and become one with the absolute reality, to disappear. Then only Allah Almighty is remaining, His Holy Prophet. Holy Prophet's presence and our Shaykh's presence remaining and us disappearing. And one time he was saying that there is several steps to reach to Fana Fillah, to disappear in Allah Almighty's divinely unity oceans.
First, you need to disappear in holy prophets. Sometimes it's unity oceans. But to reach there, have to become one with your Sheikh. Fanafi Sheikh. Fanafi Mashaikh and Fanafi Sheikh. With all the masters and with our master. But all of those steps, he said, they are easily following one after one. But before that comes Fanafi Ikhwan, the most difficult step. That is the step that most murids all their lifetime never getting over it. Fanafi Ikhwan, to be in unity and vanishing in the community of the Ikhwan, of the murids and muridas of Sheikh. To realize absolutely that every one of his murids is only a part of him, like every fish is a part of the ocean. To be in absolute harmony and unity with every one of the murids, without any more quarreling, without any difference, to be able to see, to carry the ego of that brother or sister and to look through that and see behind it the reality of the Sheikh, because no murid of the Sheikh can do anything on their own. Once somebody comes to Maulana's presence, they are not with themselves anymore. He is taking over remote control. And he is training all of us to move forwards, to reach to divinely, to heavenly stations. And training is always in, it always needs means for training. You cannot build something without tools. And the tools on the spiritual way are people. The awliyas are using people to train them through each other, testing them through each other, sending something disliked from through one person to you or to me, that you never like it, and testing if we are patient, if we can carry it with patience, or even if we can realize that the Sheikh is sending that test and be happy with it. And higher station is to accept it, to realize that something wrong with ourselves, and that is why that test is coming, to correct something. Only to look at ourselves, to see the whole world, to see everything only as a mirror. Wherever we look, we only see ourselves. So as long as we see anything else but Holy Prophet's presence, whatever we see, it is only reflecting us. We are seeing ourselves everywhere. And getting trained and getting formed until we are ready to carry that vision to look to Sayyidina Rasulullah, so we said, to see him, first of all, to see Sheikh. After passing through the first most difficult step of Fanafil Ikhwan, reaching unity with the Ikhwan, with all the murids, harmony, no more jealousy with any one of them, no more envy with any one of them, then Sheikh will appear. We will see Sheikh. Sheikh Effendi in dreams, more and more, and then coming in visions also, really, in reality, until you see him everywhere, in everyone. And he's preparing us to see Holy Prophet Salasim, everyone, in everything. And he is passing everyone, carrying everyone on to see Allah Almighty's unity oceans. Because we are making zikr, la ilaha illallah, it means there is no existence except Allah. If Allah Almighty is everywhere, how there should be anything else anywhere? There's no spot in creation and outside of creation. No place where Allah is not. And if He is there, there's no place for anything else. Cannot be anything else. Grand Sheikh Abdullah Dagestani was saying, if there was any spot in this world or in heavens where Allah Almighty is not there, I would quickly go there to hide. But there's no spot. He is everywhere and He is seeing us everywhere. We are always under His eyes.
That's why actually we should, Rabbi Atullah Adawiyah, she was saying that for every astaghfirullah, we must say another astaghfirullah. Because whatever we are saying, even when we are saying astaghfirullah, we are thinking something that we need to say astaghfirullah again for that, because that is not correct. As long as we are not seeing Allah Almighty's presence in front of us, we are in delusion and illusion. And it is really, on the spiritual way, a sin. Sheikh Nazim was, in the old days, in the 80s, early 80s, he was giving many sohbets like this, talking about spiritual things, more than in the later years, when the people were becoming more and more, the level of the sohbets, of the themes of the sohbets was becoming more common for everyone to understand. The power was rising, of course. But the things he was telling in the early years, they were more about spiritual ways, about heavenly things. And now I forgot what I was going to say. Long time ago. Memory. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. What he was saying. He was saying something very important. Anyways. I didn't understand it, otherwise I would remember it. Enough for today. I speak all the time in English now. Everybody understood? I'm not so happy to speak German because it's my first foreign language as Bavarian. I'm not so good in it. Habt ihr alle verstanden? Hm? Ja? Nicht alle verstanden? Muss ich meine ersten Fremdsprache Deutsch auch nochmal sagen? Ein bisschen. Bismillahirrahmanirrahim. Ich kann nicht wie Sheikh Mehmet Efendi, Maschallah, er kann eine halbe Stunde sprechen. Auf Englisch oder erst auf Türkisch und dann sagt er ganz genau dasselbe nochmal. Zeile für Zeile in der anderen Sprache. Maschallah. Das geht nur, wenn man von Lauchel Mahfuz das ablesen kann. Ich kann da nicht hingucken. Wir haben mal angefangen, Fanaa fil Ikhwan. Diese ganzen Stufen von der spirituellen Entwicklung, die der Murid durchmachen muss, damit er ankommt in der göttlichen Gegenwart. Fanaa fil Allah ist das Ziel, in der göttlichen Gegenwart anzukommen und nichts zu werden, nichts zu sein. Und dann gehen alle Vorhänge auf und Allahs endlose Größe und Allmacht und seine Ozeane von Schönheit und von Macht und all seinen endlosen, zahllosen Qualitäten und Eigenschaften erscheinen. Aber um dorthin zu gelangen, muss man erst in der Gegenwart von Rasulullah selbst sein. Ich will jetzt mit ihm ankommen. Fanaa fil Rasul. Und um zu ihm zu kommen, ist es nötig, Fanaa fil Sheikh zu erreichen, die Einheit, das sich hingeben und auflösen im Sheikh, in der Gegenwart des Sheikhs, in der Person, der Persönlichkeit des Sheikhs. Dass das eigene Ego verschwindet und nur noch der Sheikh existiert und durch einen durchwirkt. Und Sheikh Nazim Efendi hat gesagt, diese ganzen Stufen, Fanaa fil Sheikh, Fanaa fil Rasul, bis zu Fanaa fil Allah, die kommen eine nach der anderen, ganz von selbst. Die Schwierigkeit, das Schwierigste auf dem ganzen Weg und das, woran die meisten Muride ihr Leben lang zu kämpfen und zu beißen haben und erst ganz zum Schluss die letzten 7 Atemzügen ankommen oder manche selbst erst nachher, das ist Fanaa fil Ikhwan. Die Auflösung, die völlige Hingabe in der Jamaat, in den Ikhwan, Brüdern und Schwestern in der Tariqat zu realisieren, dass jeder einzelne Murid, jede einzelne Murida den Sheikh repräsentiert, dass man nur noch den Sheikh in jedem Einzelnen sieht
nicht mehr die Person. Und die Aulia benutzen, speziell Nakshbandi Tarikat, die Mashaikh benutzen die Muride, um sie zu trainieren. Die benutzen sie gegeneinander, untereinander, benutzen den einen, um dem anderen eine Lektion zu geben. Dann wieder den anderen, um jemand anderen eine Lektion zu geben. Und es ist meistens damit verbunden, dass irgendwas, dass sie einen was machen lassen, tun lassen, das den anderen stört und ärgert und nervt, um uns zu testen, zu prüfen, ob wir geduldig sind. Erste Stufe ist, geduldig zu sein, es zu ertragen, auszuhalten, mit Zähneknirschen. Aber danach kommt eine andere Stufe, das mit Freuden zu ertragen und sich darüber zu freuen, weil man in dem ganzen Geschehen sofort sieht, dass der Scheich dahinter steckt und die Person geschickt hat, um einen zu prüfen. Und wenn man den Scheich dahinter gesehen hat, dann ist der Test bestanden. Also vor Jahren hat Sheikh Effendi uns auf der Hajj, ich glaube 1988 sind wir mit dem Bus auf die Hajj gefahren, hat uns verabschiedet, von Istanbul losgeschickt und sagte noch, geht nicht zu nahe beim Steinigen, nicht zu nahe an die Steine dran, an die Scheitane, weil das ist zu gefährlich, da sind so viele Leute, da kann man verletzt werden und zerquetscht werden. Jedes Jahr sterben einige Leute dort. Sagt er, geht nicht zu nah dran, werft von ein bisschen weiter weg. Dann sagt er, ich selber, wenn ich dort war, ich habe immer von ganz weit weg geworfen, weil da kann man, ganz egal wie weit man wegsteht, man kann sicher sein, dass man immer irgendeinen Schitan auf den Kopf trifft. Ich habe von ganz weit weg geworfen. Dann sind wir auf die Hatsch gefahren und als ich dort an den Steinen war, habe ich mich ganz durchgedrängelt, war irgendwie gerade so eine Gasse, dass man ganz nach vorne gehen konnte. Ich war ziemlich fast vorne schon am Rand und dann war ich aber plötzlich eingeklemmt. Plötzlich kamen alle Leute rundherum ganz eng zusammen. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen, konnte meine Arme nicht mal hochheben, war nur eingeklemmt von rundherum mit Leuten und habe vor mir diesen Jamarat gesehen, einen von den großen Steinen, von den Shaitanen. Und dann sah ich, wie jemand von ganz auf der anderen Seite, von ganz weit weg, ein Steinchen wirft. Ich habe das Steinchen fliegen sehen, den ganzen Weg. Das ist hoch, hoch, hoch in die Luft, ganz hoch oben drüber, über den Shaitan, über den Stein oben drüber und genau auf mich zu und dann hat mich hier oben an der Stirn getroffen. Und im Moment, wo es mich getroffen hat, es war wie ein Lichtblitz, ist mir sofort das Licht aufgegangen, dass Sheikh Effendi das war. Er hat den Stein geworfen. Und ich musste so lachen, dass die Leute um mich herum sich gewundert haben, wieso ich mich kaputt lachen habe. Da kam ein kleiner Blutstropfen raus an der Stelle. Dann habe ich meine Steinchen geworfen, bin zurück und war überglücklich, dass ich das erleben durfte auf der Hatsch. Dass Sheikh Effendi einen Stein auf den Kopf geworfen hat. Kommen wir mit zurück von der Hajj, hat er in Lefke das auch wieder gemacht, in der Dergach. Kam ich morgens in die Dergach rein, in den Hof auf der Männerseite. Und es fiel, habe ich so ein Geräusch gehört, Steinchen auf den Boden gefallen von irgendwo her. Dann wieder eins, dann hat mich eins irgendwo getroffen. Ich habe geguckt, wo kommen die Steinchen hergeflogen. Und irgendwann habe ich gesehen, dass Sheikh Effendi oben sich auf seinem Balkon versteckt hat und ein kleines Steinchen gemacht hat. Er hat sich immer über uns lustig gemacht, Spaß gemacht, gespielt mit uns, wie mit kleinen Kindern. Waren wir auch und sind wir immer noch. In seiner Gegenwart sind wir immer noch, oder? Sieht irgendeiner von euch, kann ihn anders sehen? Jetzt. Wenn nicht, sind wir alle noch kleine Kinder im Sandkasten. Ich habe es so schön gesagt, wir spielen im Sandkasten alle. Jeder baut eine Burg, eine Dergah und sagt, das ist meine. Ich bin der Scheich hier und der andere kommt und haut sie kaputt. Sagt, nein, ich bin der Scheich. So viele Scheichs haben wir jetzt, mehrmals Muriz, mashallah. Immer wenn ich nach Lefke komme, sehe ich neue Scheichs, die ich nie mehr im Leben gesehen habe. Mashallah. Nakshbandi Tarikat ist berühmt dafür, dass sie von hinten anfängt, von oben. Diese ganzen 70.000 Schleier, die uns trennen von der göttlichen Gegenwart, die werden von anderen Tarikats von unten, einer nach dem anderen, aufgemacht. Und Leute, die
sich anschließen einer Tarikat, die fangen sofort an, es fängt sofort an, mit ihnen spezielle Sachen zu passieren, kleine Wunder. Wenn man zu einer Rufai-Tarikat kommt, zum Beispiel einen richtigen Rufai-Sheikh, dann kann man am nächsten Tag schon sich vom Sheikh Spieße durchstecken lassen, durch den Körper, ohne zu bluten. Obwohl man keine Ahnung hat, vielleicht nicht mal die Fatiha lesen kann, wird das sofort aufgemacht. Diese Kraft. Aber man spannt, die Sheikhs arbeiten andersrum, die machen gar nichts auf erstmal. Die nehmen alles weg, was man erreicht hat an spirituellen Kräften und Erfahrungen und lassen einen völlig am Boden mit allen anderen Menschen als ganz gewöhnlichen Menschen leben und machen von oben die Schleier auf, einen nach dem anderen. Bis der letzte einzige Schleier übrig bleibt, der bis zum Schluss uns einhüllt, der Schleier der Menschlichkeit. Das ist gewöhnliche Menschsein, was sowieso ein großes Wunder ist. Aber damit das Ego nicht seinen Anteil daran nimmt und sich verirrt mit Kräften, die es bekommt, außergewöhnlichen Kräften, lassen die Sheikhs einen so lange eingepackt, bis man bereit ist, das Ganze tragen zu können, die Verantwortung übernehmen zu können. Und so lange benutzen sie uns als Werkzeug, um uns gegenseitig zu ärgern, zu testen und Freude zu bereiten, natürlich auch. Je nach der Absicht. Eigentlich sollen wir die Absicht haben, uns gegenseitig zu erfreuen. Aber das sich gegenseitig ärgern macht mehr Spaß. Dem Ego macht das viel mehr Spaß. Okay. Enough. Enough for today. What else? Anything else? Juma Mubarak, inshallah, tomorrow Juma prayer, what time? 2:30. 1:30, tomorrow at 1:30, 1:30 is Juma Gebet. Salat al Juma. Inshallah. Shri Hassan Effendi. Wa min Allah Tawfiq, wir hören mit dem Fatiha. Jumbo.